Hoffe ich. Ich denke mal, ich habe das dein Geschenk schon bekommen, nur ich Moment, Spieler Leon, warst du derjenige, der mir die Fanpost schicken wollte? Weil wenn ja, dann muss ich sagen, nein. Ist es leider aus irgendeinem Grund immer noch nicht angekommen. Ich wollte heute eigentlich mal nachgucken. Bei mir bei der Pest, ey, meine Post. Problem ist nur, dass ich hatte heute auf einmal. Ich musste heute auch meine Buskarte erneuern, meine Monatskarte. Und ich hatte so einen Assi vor mir, der nicht zu Potte gekommen ist. Und als ich dann fertig war mit dem, also als der Arsch fertig war, konnte ich auch gerade mal noch zum Bus sprinten und meinen Bus kriegen. So. Und das Spiel geht aber direkt los. Oh Gott, von wann ist das Spiel? Das Spiel ist, glaube ich, alt. Ich weiß nicht. Von wann ist das? Keine Ahnung. Dürfte aber auf jeden Fall ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Oh. 39 Zuschauer sind schon da. Das ist doch krass. Also entweder wollen sie zusehen, wie ich verkacke, oder sie sind nur da wegen Isaac nachher. Was war das denn? 2005? Ja, ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ah, sehr schön, ich kann Leute schmeißen. Die Geräusche sind schon mal cool. 51 Zuschauer, what the fuck? Ich habe auch jetzt vorhin noch gesehen. Ich stehe bald davor, 2000 Follower auf Twitch zu haben. Das ist eigentlich krass. Wieso habe ich das Gefühl, dass die ganze Zeit Master Yi die ganze Zeit hier durch die Gegend rennt? Boah. Seit wann geht Master Yi Stealth? Ich dachte, das war so ein Arschloch, der rennt rein und tötet. Pentakill. Nee, okay. Das Spiel hat einen Online-Multiplayer? Ja, PlayStation 2 Online. Wir wissen ja, wie das funktioniert hat damals. Nämlich gar nicht. Ich weiß nicht, irgendwie hat das bei mir damals nie funktioniert. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt irgendwelche Pakete bekommen habe. Ich habe eigentlich eine Packstation, die mir eine Nachricht schreiben soll, sobald irgendwas angekommen ist. Witzigerweise habe ich die nicht bekommen. Witzigerweise renne ich denen hinterher. Witzigerweise finde ich das nicht witzig. So, darf ich das Spiel jetzt mal spielen? Hier, meine Fresse. Ich habe schon dreimal das Gefühl gehabt, ich bin auf dem Titelbildschirm. Oh. Das ist irgendwie ein schlauer Nameneingabebildschirm. Wie viel habe ich denn? Wie viel Platz? Ach, da unten. Mal gucken, wie viel Platz ich habe. Ich kann mich nur Fleisch nennen. Ich wollte mich Fleischwirt nennen. Na gut, dann nenne ich mich halt Fleisch. Also, ich wollte eigentlich, aber okay. Normal, schwer, Experte. Normal, ich habe mit dem Spiel noch nie was zu tun gehabt. Experte, du stirbst, sobald du stirbst. Und Experte, du stirbst, sobald du atmest. Okay, machen wir auf normal. Da hat jemand die Satellitenkanone gespielt. Ich darf mich nicht Fleischfield nennen.
kann kein Schwäbisch oder Sächsisch. Ja, ich habe die Sachen wahrscheinlich über Steam schon bekommen, nur ich war in letzter Zeit zu faul, die wieder zu zeigen. Tut mir leid. Ich bin faules Stück. What the fuck? Sieht aus wie ein chinesischer Yang Wei-Kreuzer mit nordkoreanischer Zerstörereskorte. Was? Hat sich heute zugespitzt, als ein japanischer Frachter von nordkoreanischen und chinesischen Einheiten aufgebracht wurde. Ich hatte das Gefühl, der Typ hatte keine Zähne. Bislang fehlt jede offizielle Stellungnahme seitens der nordkoreanischen Regierung. Zur gleichen Zeit forderte der chinesische UN-Botschafter Long Dan die USA. Ich glaube, er hat auch keine Zähne. Auf, die Ruhe zu bewahren. Die Blockaden seien eine gerechtfertigte Reaktion auf das, was weite Teile Asiens für eine neuerliche Aufrüstung Japans halten. Diese Blockade ist ein kriegerischer Akt. Der Nationale Sicherheitsrat berät gerade über die zu veranlassenden Gegenmaßnahmen. Bis dahin schicken wir das neue Spionageschiff USS... Klar sind bei mir Best-Offs erlaubt. Sagt mir nur am besten vorher mal Bescheid, dass ich da also... Schaltet jetzt einmal auf nicht gelistet, lasst mich das einmal durchgucken. Und dann sage ich euch gerne, dass ihr das auch freigeben könnt. Also jetzt nur einmal so... Das ist nur so eine Sicherheitsmaßnahme, sagen wir mal, dass hier nicht irgendwie Schindluder getrieben wird. Sagt einfach dann einmal Bescheid, so, ich habe das und das gemacht, zeigt mir das dann einmal. Von mir aus könnt ihr es auch direkt freischalten, ist mir eigentlich Wurst. Nur die Hauptsache, ihr zeigt es mir denn. Weil dann kann ich das auch verlinken und alles. Der 056-Prototyp ist nämlich nicht die einzige Neuerung. Ich bin fertig. Admiral Otomo, Befehlshaber der neu gegründeten japanischen Kräfte für Cyberkriegsführung, ist dazu... Dies ist nur ein weiterer Versuch Chinas und Nordkoreas, unsere Wirtschaft in den Abgrund zu treiben. Aber total! Spendet für Griechenland! ...dazu auf, sich an ihre Zusagen zu halten und uns im Kampf gegen unseren gemeinsamen Feind zur Seite zu... Alter, was ist mit deinem Gesicht? Du siehst aus wie eine Play-Doh-Figur! Fakt ist, dass große Teile der... Ich hab gar verstanden, fuck ist! Gott! ...für einen Bruch der Waffenstillstandsvereinbarungen halten, die nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen wurden. Nee, ein Steam-Spiel muss nicht handelbar sein, um es zu verschenken. Glaube ich nicht. Zumindest weiß ich jetzt nicht, was du damit genau meinst. Er hat Zähne! Ernsthaft? Product Placement für fucking Airwaves? Draufkacken und durchatmen? Es juckt mich eigentlich relativ wenig, wenn man Schreibfehler hat, sofern es noch lesbar ist. Wann habt ihr uns das letzte Mal gesehen? Ich fürchte, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, Senator. Ist mir auf jeden Fall ein Vergnügen, Sie an Bord begrüßen zu können. Nettes Schiff haben Sie da. Danke, wir haben am Vorderdeck Platz gemacht. Fühlen Sie sich doch viel zu... Also wie gesagt, mich stört die Rechtschreibung in meinen Kommentaren nicht wirklich, solange ich es noch lesen kann. Ich sag mal so Art und Weise ist so ein Best-of ja letzten Endes auch Werbung für mich. Von daher freue ich mich über sowas immer unglaublich sehr. Nee. Und cool wäre es, wenn wir es heute noch schaffen würden, dass der Kanal von Vivi und Nana hier die Freudentropfen 500 Abos kriegen. Namens Bruce Morgenholt wurde von einer peruanischen Separatistengruppe entführt, die sich die Stimme des Volkes nennt. Stimme des Volkes. Mutmaßlicher Anführer Hugo Lacerda ist ein hartgesottener Revolutionär, der den Information Warfare für die einzig wirksame Methode zur Durchführung einer Revolution in der modernen Gesellschaft hält und dies auch offen propagiert. Du musst dich dorthin begeben und jegliche Information, die man aus Morgenholt rausgequetscht haben könnte, sichern oder vernichten. Und den Mann, sofern es dir möglich ist, retten. Was Lacerda angeht... Er hat sich gerade auf unsere Liste möglicher Ziele befördert. Sollte sich eine Gelegenheit bieten, nutze sie. Geiselrettung fällt normalerweise nicht in unseren Aufgabenbereich. Okay. Aber Morgenholt gehörte dem Projekt Watson an. Nicht meine Abteilung. Ich sehe schon. Messis Arbeit nach der Sache in Georgien untersuchte. Man fürchtet, dass diese Entführung nur der Verschleierung dient und man von Morgenholt geheime Informationen über Messis Colonels erhalten will.
Nun, Tatsache ist, dass einige der Spielereien, die sich Messi ausgedacht hat, einen massiven Schaden anrichten könnten. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass diese Informationen in fremde Hände gelangen. Das Zielgebiet ist ein Leuchtturm, der sich unmittelbar neben einer verlassenen Festungsanlage aus der spanischen Kolonialzeit befindet. Wir besitzen keine exakten Informationen über Morgenholz Aufenthaltsort. Höchstwahrscheinlich oben. Du wirst bei Nacht mit dem Zodiac an den Strand unterhalb der Festung fahren. Wärmebilder zeigen, dass sich unter der Anlage einige alte, natürliche und halbnatürliche Höhlen befinden. Vielleicht führt über diese ein Weg hinein. In Ordnung, Fischer. Der Helikopter wird Sie einen Kilometer vor der Küste mit dem Zodiac absetzen. Die Extraktion erfolgt dann per Helikopter von der Spitze des Leuchtturms aus. Displays International unterhält mit Wright Britain. Viele Leute sind in meinem Team. Vertrag zum Schutze ihrer VIPs in potenziell gefährlichen Situationen. Wir haben für das Projekt in Peru eine gründliche Lageanalyse durchgeführt und den Schutz Morgenholz übernommen. Die Kerle, die ihn entführt haben, wussten genau, was sie taten. Das war keine einfache Touristenentführung. Ich habe bei der Aktion drei gute Männer verloren. Tja. Ich bereite gerade einen Rettungsplan vor, den ich nur noch von Morgenholz Familie und Wright Bridget absegnen lassen muss. Diese Geschichte wird Displays eine Menge Geld kosten. No. Trauer um Geld. Achso, ich kann meine... Ich denke mal, eine SC-Pistole ist höchstwahrscheinlich eine Dings, oder? Da ist kein Unterschied. Gut, dass das hier überhaupt nicht dunkel ist. Ich kann pfeifen! Okay, so kann ich... Antippen, um Modul zu wechseln. Antippen... Ich versuche mich erstmal Haftkamera... Ich bin gesprungen. So packe ich meine Waffe ein und auch... Ich bin Master Yi. Wäre nicht schlecht, wenn ich irgendwie... Ich habe doch ein Nachtsichtgerät. Wie benutze ich das? Warte mal. Aha! Ich kann sehen! Okay. Ich kann gucken! Mein Boot! Okay. Jetzt ist die Konfi auf. Ich glaube, ich werde das hier jetzt nochmal erstmal solo... Wobei, ich könnte eigentlich die Hilfe von Kizuna gebrauchen. Kann ich das da kaputt machen? Kann ich kaputt machen? Ich kann nicht kaputt machen. Wo war das? Okay, so war das. Okay, ich kann... Ich konnte doch eben irgendwie... So kann ich ducken. So kann ich... Der Jump ist ja witzig. Hatte ich nicht eben eine Pistole? Bah! Okay, ich glaube, ich verstehe das... Warum kann ich pfeifen? Ja, das ist eine Dings. Okay. Okay, gut. Ich spiele sehr, sehr selten LOL. Einfach weil die Community mir einfach mordsmäßig da auf den Geist geht. Ist echt so, ich kann mir das nicht lange antun. Immer dieses, I'm gonna report you. Das Geheule geht mir eigentlich megamäßig auf die Eier. Es ist ein Spiel, verdammt, also get used to it, dass du verlierst. Soll ich da hoch? Ich soll hier hoch. Okay. Glaube ich zumindest. Ja, okay. Metal Gear Solid. Ich kann pfeifen. Ich habe Schüsse gehört, Sam.
Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe nur gepfiffen. Kommt von weiter vorne. Aber Lambert, wenn ich an Guerillas denke, dann denke ich automatisch Kalaschnikow. Wie meinst du das? Auf mich sind schon genug AKs abgefeuert worden, um sagen zu können, dass das keins war. Verstanden. Versuche herauszufinden, ob es hinsichtlich der feindlichen Ausrüstung Auffälligkeiten gibt. Und halte uns auf dem Laufenden. Kann ich irgendwie kriechen? Ah, okay. Okay, ich verstehe. Gollum-Sprung! Okay, ich verstehe. Ach, da oben. Okay. Das war jetzt ein bisschen ungewohnt hier. Hey, Stefano! Schau dir das an! Was? Was ist denn? Hier hinten sind irgendwelche Höhlen. Sieh mal! Guck mal! Da ist irgend so eine alte Brücke! Weißt du, ich habe gehört, dass diese alte Brücke... Das fällt überhaupt nicht auf. Schmuggler? Ja. Die hatten hier unten bestimmt alle möglichen Geheimwege und Tunnel. Komm schon! Können mich nicht sehen, oder? Nee, die sehen mich nicht. What the fuck? Ich sollte jetzt nur nicht pfeifen. Ist da jemand? Nö. Sei vorsichtig. Es ist sicher. Keine Sorge. Du Wichser. Ja, du Wichser! Halt die Fresse! Ja, eure Verstärkung ist ganz toll, die ist nämlich nicht existent. Hihihihi. Na, das hat funktioniert. Kann ich euch irgendwie... Kann ich den da runterschmeißen? Sehr schön. Du Wichser! Geh fliegen! Auf ihrem Objekt? Was für ein Objekt? Da war ein Objekt? Ich habe kein Objekt gesehen. Aber ich hätte die Leute einfach umgehen können. Bäh. Moment. Ich habe doch da gerade ein Wärmebild gesehen. Ah ne, das ist die dumme Lampe hier. Vielleicht das Ding irgendwie ausmachen. Ich kann mit allem interagieren, nur mit dem Ding nicht. Was soll's? Ein Goldbolt. Munition ist rar. Okay, gut. Ich habe nur gerade drei Schuss verschossen oder so. Wäre ich schlecht, wenn ich irgendwie wüsste, wie ich CQC machen kann. Sofern unser guter Sam-Freund das überhaupt kann. Aber warte mal. Der schießt ja so... Wow! Wie der ausgerastet ist, what the fuck? The fuck? Wo ist denn der Speicherpunkt? Ganz am Anfang. Speicherpunkt not exist. What the? Alter, wie der ausgetickt ist! War ich... Ernsthaft? Ich hab die beiden doch gerade runtergeschmissen. Das hab ich doch gemacht. What the fuck? Der war ja total am Austicken. Ich kann eine Waffe bedienen, habe aber keine Ahnung, wie ich jemanden kloppen kann. Das war das, was mir in MGS immer den Arsch gerettet hat. CQC. Kloppen, kloppen, kloppen. Das hat immer funktioniert. Nur mal so. Das hat immer funktioniert.
gehört, Sam. Ist alles in Ordnung? Nein, ich bin tot gewesen, du Nabel. Aber Lambert, wenn ich an Guerillas denke, dann denke ich automatisch Kalaschnikow. Wie meinst du das? Auf mich sind schon genug AKs abgefeuert worden, um sagen zu können, dass das keins war. Verstanden. Versuche herauszufinden, ob es hinsichtlich der feindlichen Ausrüstung Auffälligkeiten gibt. Und halte uns auf dem Laufenden. So, euch Spasten, lasse ich diesmal in Ruhe. Was für ein Objekt? Ich würde gerne wissen, was ich da aufhebe. Ich habe das Gefühl, das Spiel hat ein Mikro, das jedes Mal, wenn ich rede, das Spiel mitredet. Wo waren die Freaks jetzt? Da sind sie. Ich kann mich so langsam durch diesen Dreck bewegen. Ich werde trotzdem gehört, offenbar. Ich schleiche durch Dreck und ich schleiche. Ja, pass auf! Pass auf! Mach doch, was du willst, du Pussy. So, du Wichser. Scheiß Arschloch. Nee, bitte nicht. Ich meine, ich bin hier gerade im Superdunkeln, also von daher. Außer meine Augen, die fallen natürlich überhaupt nicht auf. Redet der Typ gerade von Metal Gear? Verpiss dich, du Wichser! Du Müffelst! Wo ist der andere Penner? Ich habe gerade Angst, dass der andere Penner jetzt wiederkommt und mich genau dann erwischt, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Steck doch die Waffe ein, Mann. Oh Gott. Ich glaube, du hattest recht, was ihre Waffen anging, Sam. Ich gehe einfach. Ja, die haben hier eine nette kleine Sammlung Hightech-Equipment. Du musst herausfinden, woher es stammt. Sieh nach, ob sich an den Kisten SSCC-Codes befinden. Sonst noch Wünsche? Achso, ich muss gedrückt halten, damit ich... Okay. So, wie knacke ich hier Schlösser? Ah, okay. Aha! So geht das also. Cool, er ist der Hilfe-Kid. Glaubst du nicht, dass er genug hat? Er hat genug, wenn er aufhört zu reden. Wie nett. Der Dios, der hat doch schon seit einer Stunde kein Wort mehr herausbekommen. Außer... Ah! Kann ich in die Kiste? Ich kann nicht in die Kiste. Oh Mann! Ich kann nichts sehen. Wir haben hier einen Eindringling. Hä? Aua!
Gott, wie viel Schaden! Ah! What the fuck? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich hätte wenigstens gerne mal die Steuerung. Ich würde wenigstens gerne wissen, wie die Steuerung funktioniert, Spiel. Oh, komm schon! Das kann doch nicht euer fucking... Sag mal, was ist für ein Murks? Alles schon wieder nochmal? Sag mal, wie weit muss ich denn kommen? Hä? Ey, ganz ehrlich, im Trailer siehst du diese ganzen super coolen Todesgriffe und denn hier kriegst du die nicht hin, weil ich keine Ahnung habe, wie ich sie machen muss. Das passiert, wenn Yi nicht gefeedet ist. Ey, sag mal. Und ich dachte, Jack 2 hatte bekloppte Speicherpunkte. Ich habe Schüsse gehört, Sam. Och, halt die Fresse, Mann. Es kommt von weiter vorne. Aber Lambert, wenn ich an Guerillas denke, dann denke ich automatisch Kalaschnikow. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Es sind schon genug AKs abgefeuert worden, um sagen zu können, dass das keins war. Verstanden. Versuche herauszufinden, ob es hinsichtlich der feindlichen Ausrüstung Auffälligkeiten gibt. Wisst ihr, ich spiele schon nicht Ober-Rambo, ne? Und jetzt ist es trotzdem falsch. Jetzt spiele ich schon nicht Ultra-Rambo und ja, es ist trotzdem falsch. Irgendwie haben die mich auch gerade eben gesehen. Ich habe keine Ahnung wie. So, ich werde die Penner jetzt mal nutzen, um mal zu gucken, wie ich hier Sachen benutzen kann. Ich habe einfach... Habe ich einen Stein aufgehoben gehabt? Ist das, was ich die ganze Zeit in der Hand hatte? Ich versuche den jetzt mal zu mobben. Pass auf. Sei vorsichtig. Ich werde den Kerl jetzt mobben, irgendwie. Nein. Gut, ich mach's auf meine Art. Ich mach's auf meine Art. Ich hab jetzt die Schnauze voll. Schnauze voll hier. Ich mach das jetzt auf meine Art. Ey, ganz ehrlich? Was soll ich denn machen? Ich hab mir seinen scheiß Arsch angeguckt. Tschui. Die Muni ist mir scheißegal. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also mach ich's meinen Weg. Das Spiel erklärt mir ja nichts. Ich verstehe es nicht. Was muss ich machen, damit ich irgendwen mal greifen kann? Ich habe schon jede Taste ausprobiert. Eine Blendgranate, das wird's auch nicht sein. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, wie ich diese ganzen Sachen machen kann. Habe ich hier irgendwo... Steuerung. Interagieren. Ja, interagieren ist ein schöner Begriff. Wird auch fürs Ficken benutzt, nur mal so. K.O.-Griff ist R1. Warte mal, habe ich noch andere Optionen? Okay, R1. Ja, Speicher halt. Wenn ich denn nicht andauernd das Intro neu machen muss, gerne. So, pass auf. Ach, der Typ. Was macht der da? Seine Kollegen habe ich abgemurkst.
Worauf bewege ich mich, dass das so irre laut ist hier? Ich glaube, du hattest recht, was ihre Waffen angeht. Ja, wir haben hier eine nette kleine Sammlung Hightech. Supergriff! Ich weiß, wie man einen Supergriff macht. Sehr schön. Was ist mein EVIV? Okay, ich weiß jetzt, wie man den super Todes-K.O.-Griff macht. Wir machen hier Fortschritt. Jetzt ist die Frage, wie scanne ich? Ah ja, L1, gut. Wenn ich töten will, R1. Wenn nicht, L1. Gut, ich habe L1 gedrückt. Das heißt, der Typ... Oh, scheiße, der lebt dann ja noch. Ja. Kaffeetasse. Gut, ich weiß jetzt, wie ich Super-Killer-Move mache. Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich mich verteidigen kann. Aber es kann nicht sein, dass ich mich da erst durch die Steuerung fuchsen muss. Man. Jetzt ist immer noch die Frage, wo hat mich der Wichser vorhin gesehen? Ich muss aber sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich mir sowas hier selber beibringe. So, gib mir mal... Glaubst du nicht, dass er genug hat? Er hat genug, wenn er aufhört zu reden. Reden? Madre de Dios, der hat doch schon seit einer Stunde kein Wort mehr herausbekommen. Außer Geschreie. Vielleicht tut er ja nur so, als könnte er nicht mehr sprechen. Ach, da sind die! Kein Wunder, dass sie mich gerade eben sehen konnten. Da ist der Penner. Oh Mann. Ach, ich wette, der simuliert nur. Er simuliert? Seine Zunge ist wie ein Klumpen Kohl. Sein Gehirn ist bestimmt... Halt die Klappe und gib mir mehr Saftsau. Das Ding steht schon auf Maximum. Was? Soll ich noch eine Batterie holen? Wir haben hier einen Eindringling. Ich kann da Ihr seid ziemlich schlau, nur mal so. Ich geh mal wieder, ne? Ich geh mal wieder. Blub. Ist zu hell hier. Ich da jetzt nicht runterspringen? Naja, aber nachsehen schadet nie. Nee, nicht damit. Nicht damit! Das wollte ich nicht! Ich wollte das nicht! Ich wollte das nicht! Oh Mann! Das wollte ich nicht! Ich wollte mein scheiß Inventar! Oh Mann! Komm doch du. Arsch, ich wollte das nicht. So. Ich wollte das nicht. Oh Mann, ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht! Fuck! Yo, Typ! Es geht! Hört sich nicht gut an, Fischer. Die Geräuschkulisse ist nicht das Problem. Du solltest das hier mal riechen. Bist du sicher? Du solltest das mal sehen können hier von der Stange aus. Als Elvis. Okay, lass die Leiche zurück. Wir müssen versuchen, alle Informationen zu sichern, die bei den Verhören zutage gefördert wurden.
Grim wird sich wieder bei dir melden. Ich will das nicht! Ich will das nicht! Du sollst die Leiche zurücklassen. Wir haben nicht die Möglichkeit, sie da herauszuholen. Nur weil er tot ist, heißt das noch lange nicht, dass ich ihn hier wie ein Stück Fleisch hängen lassen muss. Verliere jetzt bloß nicht die Distanz zum Geschehen, Fischer. Du musst einen klaren Kopf behalten. Es wird uns ja wohl noch Zeit für ein wenig Würde bleiben. Sicher. Ich wollte das wirklich nicht. Ich wollte eigentlich in mein Inventar und dann hier auf die Dingspistole wechseln. Den ersten Typ wegnatzen und mir dann den zweiten dann verkloppen. Das war mein eigentlicher Plan. Aber mein eigentlicher Plan hat fehlgeschlagen. Wow. Ich kann den Kerl eh nicht mitnehmen. Von daher. Oh Mann. Ach Gottchen, nee. Hauptmenü speichern. Ach so, das ist aus einer Zeit vor Autosave. Okay. Die Schiene fahren wir also. Checkpoint! Sam, hier Grim. Wir müssen sicherstellen, dass was auch immer Morgenhold Ihnen über Messis Algorithmen verraten haben mag, diesen Ort niemals verlassen wird. Okay. Ich habe einen HF-Funklink entdeckt, der von einem Techniker stammt, der den Raum kurz vor deinem Eintreffen verlassen hatte. Ich soll also jegliche Daten sichern, die er vielleicht auf Ihre Server hochgeladen haben könnte? Genau. Ja. Sonst noch Wünsche? Das kann er super leise, wisst ihr? Das kann der Kerl super leise. Aber wehe. Wehe. Hadoken! Blöder Wichser. Sweep. Oh Mann. Wieso ist hier eigentlich überall Kies? Wie es aussieht, haben sich die Guerilleros nicht auf einen längeren Aufenthalt eingerichtet. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie ein Alarmsystem installiert haben. Gut. Ich lasse die Leiche jetzt mal da hinten, weil ich denke mal jetzt nicht, dass da jemand vorbeikommt. Du hörst mich nicht. Du hörst mich nicht! Okay. Den Kerl ziehe ich aber mal lieber aus der Sonne. Ich will ja nicht, dass er einen Sonnenbrand bekommt. Ne, ich möchte ja nicht, dass er... Ich möchte ja nicht, dass er einen Sonnenbrand bekommt. Da. Damit es ihm bald besser geht. Das Spiel ist fucking dunkel. Atomschleichen. Ich gebe mir wirklich alle Mühe, dieses Spiel so zu spielen, wie es gedacht ist. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich verspreche es. Aber das ist nicht leicht. Das ist kein... Für mich ist das ehrlich gesagt kein Vergleich zu MGS. Lass mich raten, die Tür quietscht? Ne, sie quietscht nicht. Ach ja, ich sollte speichern. Da war ja was. Ich sollte ja speichern. Ich gebe mir wirklich alle Mühe, dieses Spiel so zu spielen, wie es sich gehört, aber es ist so ungewohnt. Ich weiß, aber Hitman, von Hitman weiß ich was. MGS ist auch einfacher, finde ich. MGS. MGS ist einfacher als Splinter Cell. Und
vier von den Jungs. Kannst du denn noch für Sicherheit sorgen, wenn dir vier Mann fehlen? An mir kommt keiner vorbei. Kommst du her? Du blöder Wichser. Wo ist dein... oh Gott, da ist dein scheiß Freund. Du dumme Tür! Das Problem ist, ich habe jetzt Angst, die Tür aufzumachen. Ey, was ist das für eine dumme automatische Tür? Leise. Da ist einer. Und da ist der... Ja. Das fällt nicht auf, dass ich hier... Okay. Das fällt ihnen nicht auf. Gut. Soll mir recht sein. Das soll mir recht sein. Ihr lasst mich in Ruhe und ich lasse euch in Ruhe. So sieht das doch aus. Metal Gear... Ach ne. Ich bin Sam Fisher. Ihr seid es gar nicht. Oh oh. Was war das? Oh oh oh. Rein da! Haha! Keine Ahnung, wo ich bin, aber passt schon. Es ist echt anders als Metal Gear. Das darf man auf keinen Fall vergleichen. Vielleicht bin ich auch einfach irgendwie verwöhnt. Blech. Metal Gear Solid. Ich bin Sam Fisher. Ihr müsst mir aber zugutehalten. Jetzt bin ich, jetzt wo ich weiß, wie man Supergriffe macht, bin ich schon seit längerem nicht mehr gestorben. Beziehungsweise hab um weniger verkackt. Das müsst ihr mir gestehen. Auch wenn das eine ein ziemlicher Griff ins Klo war. Bin ich im Kreis gelaufen? Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Oder? Nee, hier ist eine Superkiste. Stampfi, Stampfi, Stampfi. Ja, da liegt der Kerl. Scheiße, ich bin im Kreis gelaufen. Boah, fick, fuck. Stampfi, Stampfi, Stampfi. Mach doch die Tür einfach auf. Ich weiß, dass dahinter keiner ist. Oder doch. Da ist doch wer. Oder? Leise öffnen. Machst du die... Er wollte die Tür nicht aufmachen. Verdammt! Hä? Da ist nichts. Doch, da ist was. Dein Killer! Ihr Wichser. Die habe ich jetzt abgemurkst. Eiskalt. Eiskalt. Das habt ihr nur davon. 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 Ja, die liegen da ja relativ im Dunkeln. Den einen habe ich ja, die beiden habe ich ja mitten im Dunkeln einfach abgestochen. Ja, du kannst nicht Kaffee kochen, darum hab ich die abgestochen. Nur versüßt dein Blut, den Kaffee so gut. Klick, klack. Ich muss gestehen, aber ich habe das Gefühl, ich lerne. Ist hier irgendwer? Hallo? Ist hier irgend... Leg dich wieder hin!
Und du leg dich für immer hin. Ihr habt gar nichts gehört. Komm. Komm. Leg dich wieder ins Bett. Oder leg dich vors Bett. Und den kann ich mir jetzt absolut nicht verkneifen. Pass auf. Komm. Damit die mir das auch abkaufen. Genau. Macht Löffelchen. Macht Löffelchen. Wenn man euch so sieht, wird man nie darauf kommen, dass ich das war. Der Plan ist perfekt. Ich klamme eure Medikamente, ne? Haben wir euer Vigvaporub benutzt. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Geht der Chat überhaupt noch? Bei mir wurde jetzt schon seit Ewigkeit nichts geschrieben. Ich hoffe doch. Metal Gear Solid. Das stimmt ja gar nicht. Ich bin Sam Fisher. Sam Fischstäbchen. Ja, ich habe das Gefühl, also entweder seid ihr so derbe gelangweilt von mir, dass ihr alle gegangen seid, oder ja, ich bin zu Metal Gear Solid. Vermutlich hat der Techniker auf diesen Server die Informationen von Morgenhold übertragen. Was soll ich tun? Ich rede zwar hier gerade. Ups. Gute Arbeit. Das hat alles gelöscht, was Morgenhold Ihnen verraten haben könnte. Werden Sie sich nicht fragen, was damit geschehen ist? Es war kein Problem, deinen kleinen Eingriff wie einen gewöhnlichen Speicherfehler aussehen zu lassen. Keine Sorge. Wir geben dir nur die besten Werkzeuge in die Hand. Okay. Oh mein Gott, scrollt das langsam. Okay. Sekunde mal, ich habe langsam wirklich das Gefühl, mein Chat ist irgendwie eingefroren oder so. Ja, ich gehe mal kurz in die Konfi. Ja, ich merke schon. Okay, Vivi schreibt mir gerade, Sekunde. Ich mach das einmal ganz kurz. Das ist ja doof. Geht sofort wieder los. Ja, offenbar hat sich der Chat bei mir gerade eingefroren. Ich muss den jetzt einmal resetten. Also ich muss jetzt einmal hier den Chat neu bekommen. Hat Vivi mir auch gerade in Skype geschrieben. Also Sekunde. Wenn jetzt mal mein Dings funktionieren würde. Aber ich bin am Stream, von daher ist das jetzt scheiße, an den Stream, an den scheiß Chat zu kommen. Oh Mann, jetzt mach doch, ich möchte weiterlesen. Schreiben alle wie blöd. Ich hätte es mir eigentlich denken können, dass die ganze Zeit geschrieben wird und ich da nichts sehen kann, weil irgendwie sich mein Chat aufgehängt hat. Oh Mann, und jetzt komme ich nicht mehr ran. Was ist denn das? Manu, ich will gucken. What the fuck? Warum funktioniert mein scheiß Firefox jetzt nicht mehr? Bring mich auf mein Dashboard. Go! Ich sagte, go! Nein, nicht mein Machen tun! Mach doch den Kack-Chat jetzt an, Mensch! Du Fickfuck! Es kann doch nicht so schwer sein, den jetzt einmal aufzumachen. Benutzt dein fucking Internet Explorer, wenn das hier nicht funktioniert. Der will gerade Twitch nicht laden bei mir. Ich könnte gerade abkocken, ey. Och, Manu. Komm schon. Jetzt kack mir hier nicht rum. Verbinden.
Oh Mann, oh. Jetzt komm schon. Ich hasse meinen Internet abgrundtief, ey. Kann ich schon Mai sein? Ich geh jetzt in die Konfi, so. Ich komm nicht mehr an meinen scheiß Chat ran. That's not good. Ah, jetzt verbindet er endlich. So, jetzt. Ha, hier. Es liegt an der Konfi. Ja, so, jetzt müsste er eigentlich gleich wieder da sein. Ich mach jetzt in alles der Klärchen. Mal jetzt in der Zeit mal weiter. Man hat mir schon gesagt, ihr wart jetzt total die ganze Zeit am Schreiben und ich hab's leider nicht mitbekommen. Mann. Tja, fail. Ich meine, größtenteils hat... Größtenteils hatte das eigentlich der Chatverlauf damit zu tun, nach dem Motto, zu Tode gestreichelt, zu Tode gemessert. Er hat ein Messer, Teabaggen, Atomlogik, Atomlogik? Chat... Oh Mann. Hallo? Jetzt sag mir nicht, ich komme rein und es ist hier... Pass auf, gleich ist tot. Nee, doch nicht. Leuchtturm! Jetzt schreibt aber gerade bei mir niemand im Chat, oder? Nee, gerade nicht. Okay, gut. Ich hatte Angst, jetzt ist schon wieder. Ich habe jetzt den Chat offenbar wieder. Jetzt ist nur die Frage, ob da tatsächlich auch mal was passiert. Kann mal einer von euch vielleicht gerade was reinschreiben? Kappa. Hast du geschrieben? Ja. Oh, wieso? Was ist denn das jetzt? Mein Chat funktioniert nicht die ganze Zeit. Merkwürdig. Kann ich das hier nicht irgendwie aktualisieren? Speichern erfolgt. Ich muss schon wieder meinen Chat neu starten. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mein Chat funktioniert die ganze Zeit nicht. Ja, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mann, ich möchte doch nur lesen, was ihr schreibt. Sibbeke. Och, jetzt mach doch. So. Pop out. Welcome to the chat. Ja, hoffen wir's. Okay, alle mal spammen, Leute. Oder überhaupt mal was. Nee, ich bräuchte mal jemanden, der überhaupt was schreibt gerade. Okay. So. Ah, jetzt, ja. Was ist dann passiert? Wir konnten sie wieder hören. Dann sind sie gestorben. Woher kennst du deren Schicksal? Ich sollte vielleicht nur das nächste Mal nicht so nah an der Blendgranate stehen. Ich bin als Hellseherin. Oh, ich kann endlich den Chat wieder... Das ist dann wiederum Scheiße von dir. Ich kann endlich den Chat wieder lesen. Brav. Oh, es ist so schön, den Chat wieder lesen zu können. Hoppa da. Und ich hab's darüber.
Bleib stehen, du Arsch. Hab ich ihn hier gerade einfach runtergeschubst? Nee, hab ich nicht. Ich schmeiß dich hier runter, Penner. Okay, es funktioniert nicht. Hutui! Hutui! Da ist noch so ein Penner. Kommt, nee, der ist... Du bist so tot, Digga. Du bist so tot! Du bist so tot! Okay, ich hau dich nur K.O. Mitkommen. Mitkommen, mein Freund. Du gehst mit dem Meer kuscheln. Wurde jetzt im Chat wieder was geschrieben oder ist das letzte der Eintrag von Dave Shadow? Der letzte, das gerade geschrieben wurde, war das von Sogenpower. Ich hatte Halle geschrieben. Achso, ja, das kam jetzt auch gerade auf einmal bei mir an. Delay. Ich habe keine Ahnung, was heute mit meinem Chat. Was mit meinem Chat los ist. Gut, dann hau ich dich halt kaputt. Ich wollte zwar mit dir diskutieren, aber gut. Du hast gerade ihren Funker getötet. Ich habe ihn nicht getötet! Hab dich gewarnt, Cloud. Hab dich gewarnt. Okay, werd mich hier mal umsehen. Ich hab den doch nicht getötet. Ich hab ihn gepiekst. Wie hab ich's gerade ausgedrückt? Zu Tode gekniffen. Er hat's nicht anders verdient. Ich wollte mit ihm reden. Er wollte nicht. Also hab ich ihn gekniffen. Das wird sein. Na, Katze. Hallo, Nani. Atomchat. Atomchat. Atombus. Ah ja. Ihr zwei seid auf einer Wellenlänge, man merkt. Wer? Du und Fee. Ja, doch. Damit ist es die falsche Seite. Es ist die falsche Seite. Wow. Ich bin so OP. So. Also ich muss bislang sagen, ich mag MGS lieber irgendwie. Wobei ich Sam irgendwo gar nicht mal so schlecht finde, wenn er einfach mal meint, er hat es so gewollt. Sam Fischstäbchen. Sam Fischstäbchen. Sam. Surrender my Fischstäbchen. Oh, surrender my Fischstäbchen. Hallo. Wie soll ich da jetzt, wie komme ich da raus? Ach, da ist eine Tür, okay. Der Penner war doch hier eben. Ach toll, das kann's auf der anderen Seite. Bitte auf Coda. Ich bin Sam Fischer. Du bist es nicht. Sam ist eine geile Sau. Ich hab doch gedrückt. Das klang gerade voll musikalisch. Ich hab doch gedrückt. Ey, ohne Scheiß. Ich hab wirklich gerade gedrückt, den Typen K.O. zu kloppen. Aber er hat nicht getan. Er hat seine dumme Waffe rausgeholt. Plötzlich hatte er eine Waffe im Kopf. Eine Waffe im Kopf vor allem. Das war nicht mal ein Fail, für den ich was konnte. Das Gute ist, ich kann jetzt meinen Fehler von vorhin wieder gut machen und den Typen vielleicht tatsächlich mal abhören. Okay.
Dann tun sie dies. Gewitter machen mich nervös. Twitter macht mich nervös. It's making you nervous. Tja, Pech. Und pew! Twitter ist bitter. Seh. Das habe ich so nicht gedacht. Hä? Okay. Wo ist der Kerl jetzt hin? Hä? Ich höre den Kerl. Wow! Hallo, mein Freund! Klopp ihn! Danke! Alter, wo kam der? Alter, wo hat sich der denn versteckt? Das war voll der Jumpscare. Das war seine Intention. Seine Intuition, genau. Ja, ich wollte eigentlich erst Intuition sagen, bis ich dann merkte, oh scheiße, es heißt Intention. Kacke. Intuitutsitz. Tja. Exiteps. Exiteps. Hey, 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 ich mag dich nicht. So. Ich mag dich aber. Ich mochte den Kerl aber nicht, deswegen habe ich ihn über den Kopf gestreichelt. Mit meinem Messer. Ich weiß, meine Methoden sind vielleicht ein wenig makaber, aber hpüff. Umgerotzt. Was heißt hpüff in dem Fall? Hpüff heißt so viel wie dein Gesicht, mein Boden. Onkel. Pöff. Oder Nackenschelle. Bleib doch da, du Arsch. Super T-Bag, den man nicht sehen kann. Okay. Aber ich frag mich echt, wie die anderen, also diese die Gegner, die Brille von den Typen nicht sehen können. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Oder wenn ich mit meinen Leuten rede. Ja, genau, er redet voll laut. Das müsste doch jede Sau hören. Oder die sind da in einer stockdusteren Höhle. Da ist kaum Licht. Und dann rennt er da mit seiner Funzel rum, weißt du? Vielleicht gleich Codec-Technologie wie bei MGS. Keine Nanomaschinen. Ich füge gern gerade nochmal zu Protokoll hinzu. Ich wollte den Kerl aushören. Aber in dem Moment, wenn ich den X-Knopf drücke, dreht der Penner sich um und ich kann nichts mehr machen, außer ihn umzuballern. Und dann seinen Vic Vaporub zu trinken. Immer dieser Vic Vaporub-Säufer. Ganz ehrlich, warum haben die Vic Vaporub in ihrer Scheiß-Dings drinne? Was hat Iron Man damit zu tun? Das ist die Frage. Und warum macht Fischer erstmal in einer der ersten Cutscenes Product Placement für Airwick? Airwick. Airwaves. Drauf scheißen und durchatmen. Nana, das könnte eventuell daran liegen, dass du im Zimmer gegenüber bist. Dass du mich doppelt hörst. Aber nur vielleicht. Nur eventuell. Und die Illuminaten. Das auch. Nur mal so als Frage, wie viele Zuschauer habe ich gerade? 36. Joa, Sam, der gute Sam ist offenbar nicht jedermanns Stil, was ich verstehen kann. Ja. Spiele Leon meint, du sollst mal das an normalen Türen das optische Kabel benutzen. Das ist ganz praktisch. Okay. Stimmt, wäre eine gute Idee. Was soll ich jetzt machen? Ich bin jetzt auf dem Leuchtturm. Winken? Ich kann pfeifen. Ich kann pfeifen. Ach so, ich konnte das Ding ausmachen. Okay. Backstein werfen. Hoppla! Ja, ja.
Einen pfeifenden Backstein werfen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe beide ausgenockt. Ich hatte ja keine andere Wahl. Versuch mal irgendwie den Leuchtturm zu... Ich kann den Leuchtturm ja ausmachen. Also wie viele ist das denn noch? Ich meine, ich kann den What the fuck war das jetzt gerade? What the fucking fuck habe ich da gerade gemacht? Alter. Was? War? Nein. Krieg ich das nochmal hin? What the hell? Hey, du. Knuddelrunde bei den Schwestern. Mein Fuß ist eingeschlagen. Dein Fuß ist eingeschlagen. Oh, meine Füße. Jetzt wunderschön. Grade. Ich krieg das nicht nochmal hin. Wie machst du das denn? Meine Beine kribbeln auf einmal. Das zieht so hoch und ich fühle mich kopflos hin. Gelähmt ist etwa. Hallo, du hast es gesagt. Sie haben also doch. Einschlafen. Sie haben also doch 10. Wie schaffst du es, dass deine Füße einschlafen, während du gehst? Wie geht das denn? Du bist ein Talent, Alter. Ja. Oh Mann. Ziemlich. Nicht sterben, Junge. Ja, ich weiß. Nein, nein. Alter, die Zellen! Hör die nicht mal. Musst du die mal ein bisschen massieren, die Füße? Ich nicht klar. Ich auch nicht. Let's tschüss. Ich weiß ja nicht, ob ich mal meine Füße massiere oder den Boden. Das erinnert mich jetzt so. Das erinnert mich jetzt daran, damals, wo ich noch gespielt habe, wo ich so an einem Balken von der Decke da hing. Und die Kamera so in Sams Fresse gehalten habe, hat er einfach mal in die Kamera gegrinst. Und ich dachte so, okay. Ich bin glücklich. Smiling. Schmöp. 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 Oh, scheiße, mein Magen jetzt weh. Ja, das auch. Oh, mein Magen tut jetzt gerade halt so unendlich. Oh, mein Magen tut jetzt gerade so unendlich weh. Viel zu viel gegessen heute. Ich möchte gerne mal was essen. Ach, Schrank durchsuchen. Hier ist so ein Aktenschrank, der wichtig ist. Maria Narcissa. Irgendwo auf der Welt habe ich einen Aktenschrank versteckt. Maria Narcissa ist ein Oh nein. Das war das Mädchen bei der letzten Verabredung auch. Ey, ohne Scheiß, dieser kleine Aktenschrank, der ist so ultra wichtig, oder was? Die Maria Narcissa ist ein Frachter. Ein Frachtschiff. Er ist auf den Philippinen registriert. Ein Gitter. Transpazifische Frachtverträge. Eine Menge Details fehlen. Klingt verdächtig. Klingt, als hättest du es war nur viermal. Du hörst dich gerade beim Reden zu, oder? Mein Freund, wenn du viermal dieselbe Frage stellst, ist das ein bisschen übertrieben. Hab ich ja gesagt, aber auf mich hört ja keiner. Sorge aber zuerst dafür, dass das Licht aus ist. Auf Vivi sollte man hören. Sie hat nämlich das grüne Schwert. Das grüne Schwert. Habe ich jetzt nicht erwähnt, wenn ich anwesend bin. Ich weiß. Ich weiß. Batman. So, ich mache höchstens immer wahrscheinlich eh nur diese Mission. Wow. Aua. Aua. Was war das? Was war das? Ich bin gestorben. Achso. Mission erfolgreich! Yes! Ich habe keine Ahnung wie, aber irgendwie ist
Explosion. Ja, wunderschön. Oh, Moment, okay. Abgeschlossen, abgebrochen, okay. Retten Sie Morgenwald. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Elimini, abgebrochen, ja, nicht abgeschlossen. Scannen Sie irgendwelche Kisten. Ja, nö, ist mega. Erfolgsrate 34%, das ist eine 5. Damit kann ich leben. Das ist eine 5. Hallo, fanfiction.de. Oh Mann. Ich würde nicht. Der Leuchtner mit dem Computerspezialisten Bruce Morgan. Geh jetzt in die Ecke und schäm dich. Ich hatte keine Ahnung, was ich da tue, aber es hat funktioniert. Der Typ sieht aus wie ein Indianer. Es ist ein Indianer. Trotzdem, will ich schämen. Die Waffe des, die Waffe des 21. Jahrhunderts. Jana. Sie. Wie geht es dir denn heute so? Banane. Mir geht's gut. Ich hab einen Praktikumsplatz nächste Woche. Yay. Sexy. Ausbildung vielleicht. Yay. Darf ich euch die Zähne rausreißen, weil ich... Machst du Praktikum beim Zahnarzt oder was? Fachmedizinische Assistentin beim Zahnarzt. Ich reiß euch alle in die Zähne aus. Du darfst das gar nicht. Und sauge euch den Speichel weg. Dafür, dass du an die Zähne von anderen ran darfst und richtig bohren darfst und so, brauchst du, musst du Zahnmedizin studieren. Das Einzige, was sie darf, ist Sabber wegpusten. Ja, mit diesem kleinen Staubsauger. Und den Bürokram darf ich machen und Termine planen und mich um kleine Kinder kümmern, die Angst haben vom Zahnarzt. Weißt du, was das da ist? Das ist ein Akkubohrer. Willst du mal schnuppern? Pff, einmal in die Nase. Super Hallo, Idee. Ich bin gerade beim Kindergarten zugange. Hallo. So, wir gehen jetzt Isaac spielen. So, ganz einfach. Isaac! Vor allem auf Bobo. Bobo?